Hallo und willkommen zu meinem heutigen Video. In diesem Video möchte ich auf Chartpolation oder eventuelle Chartmanipulationen bei Pocket Option oder anderen Brokern eingehen. Ich wurde mehrmals angeschrieben, dass Pocket Option andere Charts hätte als der MetaTrader. Vorab möchte ich nicht sagen, dass Pocket Option nicht manipuliert. Das kann ich nicht das Gegenteil beweisen und das ist auch fernab von dem, was ich will. Aber man sollte sich wenigstens bewusst sein, dass die MetaTrader untereinander auch nicht die gleichen Charts haben. Man sieht hier zum gleichen Zeitpunkt 05 am Ende, 11 am Ende und 29 am Ende von dem Kurs. Das sind alles British Pfund US-Dollar im 5-Minuten-Chart bei vier verschiedenen Anbietern. Also je nachdem, welchen MetaTrader man hat, unterscheidet sich das dann halt stark von den anderen Charts von eventuellen Brokern. Das ist eine Sache. Wie gesagt, ich will nicht sagen, dass Pocket Option nicht unter Umständen manipuliert. Das kann durchaus sein. Zone Option hat das früher gemacht. Da habe ich ein Video auf YouTube irgendwo. Und da war das aber auch ganz auffällig. Bei Pocket Option ist mir persönlich jetzt nichts groß aufgefallen. Die Charts unterscheiden sich natürlich ein bisschen. Pocket Option hat auch 6 Stellen hinterm Komma. Der MetaTrader nur 5. Wo sie genau die letzte Stelle her haben, weiß ich auch nicht genau. Oder ich weiß nicht, wie das mit den teureren Datenfeeds ist. Wie viele Stellen die bieten. MetaTrader bietet nur 4 oder 5 hinterm Komma. Dazu kommt noch, dass der MetaTrader eigentlich zwei Kurse hat. Wie man hier sieht, gibt es einen Bid- und einen Ask-Price eigentlich bei MetaTrader. Der ist normalerweise noch nicht sichtbar. Dazwischen ist der Spread. Pocket Option zum Beispiel nimmt den Bid-Preis und addiert die Hälfte des Spreads dazu. Das heißt, der Pocket Option Preis müsste sich dann in der Mitte befinden, etwa. Da Binärbroker auch nur einen Kurs bieten und nur brauchen, Forex-Broker aber zwei, ist hier noch ein zweiter Punkt, der zu Unterschieden führen kann. Letzten Endes sollte das eigentlich keinen Unterschied machen. Auf lange Sicht sollte sich das ausgleichen. Die Momente, wo der Kurs sich bei Pocket Option besser bewegt für einen als beim Forex Broker und andersrum. Wie gesagt, eine Manipulation auszuschließen ist natürlich nicht. Gerade die letzte Stelle hinterm Komma bietet da ein bisschen Möglichkeiten. Aus dem Grund würde ich eigentlich einfach empfehlen, 5 Minuten binäre Optionen zu handeln. Dann ist ein Preisunterschied von ein paar Punkten hier hinten nicht mehr wirklich relevant. In den allermeisten Fällen. Eine andere Option ist natürlich, einen anderen Broker zu nutzen, beziehungsweise die Probleme, die tauchen bei anderen Brokern genauso auf, letzten Endes. Als eine Möglichkeit wäre hier einmal Irex zum Beispiel noch zu nennen. Dann gibt es noch Finmax, die nehmen auch noch europäische Trader. Spectre ist eigentlich ein ganz interessanter Broker, allerdings mit Kryptowährung auch wieder ein bisschen kompliziert und hat auch seine Nachteile. Ansonsten fallen mir jetzt keine Broker auf Anhieb ein, die ich noch empfehlen würde. Dann bleibt eigentlich nur noch IQ Option mit den neuen Forex Optionen. Dazu habe ich heute ein Video hochgeladen. Oder noch ein anderer Forex Broker, der auch Forex Optionen bietet. Mehr fällt mir dann im Grunde nicht mehr ein, was binäre Optionen angeht. Nadex noch. Da funktionieren die ein bisschen anders. Die andere Möglichkeit ist natürlich noch, sich als professioneller Trader zu etablieren und dem Broker nachzuweisen, dass man Erfahrung hat, dann kann man auch wieder bei den allermeisten anderen Binärbrokern und so weiter handeln. Da fällt mir noch eine Kleinigkeit ein, und zwar zieht der Chart zumindest ein bisschen hinterher bei Pocket Option, meine ich zumindest. Wenn sich hier also bei News zum Beispiel eine starke Veränderung ergibt, dann kann man die, wenn man schnell genug ist, hier handeln und nimmt die dann noch mit. Das habe ich hier zum Beispiel, als ich die Fotos gemacht habe, hier direkt gemacht. Die Fotos, die ich auf Facebook gepostet habe, gemacht habe. Und direkt zwei Gewinner gehabt. Das werden die dann wahrscheinlich abstellen, sobald sie dieses Video sehen. Ist aber eine Möglichkeit, um eventuell sich einen kleinen Vorteil zu verschaffen. So, ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.